Der große Preisanstieg an den Superchargern, er ist leider wieder passiert, auch wenn man natürlich immer die Hoffnung hat, dass es nicht der Fall sein wird. Darüber sprechen wir heute und vieles mehr. Wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gern ein Abo da. Ja, wir starten als allererstes mit dem Thema Inventar, denn Tesla versucht natürlich immer am Ende des Quartals so wenig Autos rumstehen zu haben oder auf dem Weg zum Kunden zu haben. Dieses wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch ändern, wenn die Finanzen noch besser werden, die Liquidität noch besser wird. Aber Tesla grundsätzlich versucht, diesen Stand so niedrig wie möglich zu halten. Und das kann man an dieser Grafik auch nochmal sehr gut erkennen. Ein weiterer Punkt, den man natürlich immer nicht vergessen darf, ist natürlich auch das Flottenmanagement. Tesla hat ja vorwiegend an Privatkunden bis dato verkauft. Auf dem deutschen Markt versucht man jetzt eben halt auch Fuß zu fassen im Flottenmarkt. Hier habt ihr nochmal einen Überblick. Ihr habt natürlich den Bereich Fahrzeugbau, Fahrzeughandel, Autovermieter und natürlich auch privat. Und dieser Gesamtmarkt entspricht im August 200.000 Autos. Im letzten Jahr waren es 282.000 Autos. Wir sehen auch rechts eine Veränderung, die sehr negativ ist für den Gesamtmarkt. Und jetzt schauen wir einmal kurz auf die Zahlen für August, wenn es um die Elektroautos geht in Deutschland. Da führt das Tesla Model Y. Ich kann aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass ich schon das Gefühl habe, dass es sehr, sehr viele Leute sind, die tatsächlich einen Firmenwagen haben oder einen Flottenwagen haben. Und dass auch natürlich hier dann solche Unternehmen wie Sixt hineinfallen, darf man auch nicht vergessen. Also ein Anstieg von 270%. Auf der anderen Seite sind die Zahlen vom ID.3 zurückgegangen um 50% fast. Und der ID.4 kann tatsächlich einen Zuspruch von 12,4% mehr als letztes Jahr hier vorweisen. Aber es ist auf jeden Fall Tesla mit dem Model Y hier in einer führenden Position. Ja, dann schauen wir noch weiter auf weitere Nachrichten, die sich natürlich auch auf die Schiffe beziehen. Wir haben die Globis Sun, die jetzt, wie gesagt, am 20. September in Seebrück ankommen soll. Die Globis Courage, die in Barcelona ankommen wird am 21. Und dann ist ja auch noch von Troy Teslaik auch nochmal bestätigt worden, dass hier 2000 Autos auf dem Schiff Höök Traveler sein könnten. Dieses befindet sich gerade bei Singapur und soll wohl auch nach Europa gehen. Nicht 100% sicher. Ich glaube das erst, wenn ich es wirklich sehe. Das könnte aber auch nochmal andeuten, dass ja einige von euch, die eine Lieferzeit im Oktober haben, vielleicht dann doch noch ein Auto im Oktober bekommen. Ob dann noch weitere Schiffe kommen, bezweifle ich. Auch wenn Troy gesagt hatte, dass in China vereinzelt Autos gesichtet worden sind, die eben halt das Lenkrad auf der rechten Seite haben, das eben halt nochmal als Hinweis. Dann schauen wir uns die Preise an. Wie versprochen, ihr seht es schon, Ladegebühren 70 Cent, 70 Cent, 67 und 66. Unterschiede gibt es natürlich hier zwischen Österreich und der Schweiz und Deutschland. Ja, ich muss sagen, 70 Cent ist wirklich schon ein riesen Batzen Geld. Ich persönlich bin im Urlaub gewesen in Frankreich, habe für maximal 55 Cent an den Superchargern geladen. Und auch das ist natürlich auch schon im Vergleich zur Vergangenheit ein recht hoher Preis. Also 70 Cent ist schon sehr, sehr teuer. Und das wird natürlich, wenn man jetzt Langstrecke fährt und Vielfahrer ist, natürlich jetzt der Elektromobilität in dem Bereich nicht gerade helfen. Aber das ist natürlich auch etwas, was Tesla grundsätzlich auch nicht ganz verhindern kann. Aber lasst gerne mal eure Meinung da. Ja, dann schauen wir noch auf China. Man erwartet ja 100.000 Autos in der Produktion nur für den September. Und das ist ja schon eine enorme Zahl. Da aber es ja nun jetzt auch dann den Taifun gab, wird man wahrscheinlich das noch ein bisschen nach unten korrigieren müssen. Plus die 2000 Autos, die wahrscheinlich noch nach Europa kommen. Es wird sich wahrscheinlich um 95.000 Autos am Ende handeln. Auch das wäre dann ein neuer Rekord. Da die Standardvariante, wie im gestrigen Video ja schon erwähnt, jetzt immer kürzere Lieferzeiten hat, teilweise nur 14 Tage in China, bekommt man jetzt die Versicherung geschenkt dazu. Und das nämlich in einem Discount-Modus und dieser würde dir $1.141 sparen. Das ist natürlich schon mal ein Wahnsinn und könnte auch darauf hindeuten. Und wie gesagt, da geht es jetzt in die Vermutung rein,
Wir wissen ja, dass die Standardvariante Model Y aus China erstmal nach Europa kommen wird. Lieferzeitraum ist ja Dezember. Ich habe das Gefühl, dass aufgrund der wirklich sehr, sehr kurzen Lieferzeiten in diesem Modell tatsächlich dann auch in den ersten Schiffen schon Model Y Standard Range dabei sein könnten. Also für die, die eins bestellt haben, könnte relativ schnell gehen, weil, wie gesagt, hier in China die Lieferzeiten schon so kurz sind. Für die Model Y Long Range Variante, aber auch Performance Variante und die verlängerten Lieferzeiten, die ihr mir ja auch mitgeteilt habt, da kann ich euch leider noch keine handfesten Gründe für nennen, warum dieses passiert. Ich werde natürlich versuchen, da nochmal Informationen zu bekommen. Bezüglich der Produktion können wir natürlich einen Trend erkennen, und zwar einen klaren Trend zu einer höheren Produktion. Derzeit schon fast bei 2000 Autos pro Woche. Das ist einfach nur basierend auf den WIN-Zahlen, die jetzt hier für den November sind. Wie gesagt, da kann es natürlich Abweichungen geben. Aber grundsätzlich mit den Infos, die ich aus der Fabrik habe und diesen WIN-Zuteilungen, kommt das circa auf eine Zahl von 2000 Autos pro Woche. In der Vergangenheit lagen wir hier bei circa 1800. Also ihr seht, es geht voran, leider aber nicht schnell genug. Und das ist die Problematik. Und das ist natürlich auch der Frust, den ihr zu Recht in den Kommentaren schreibt, dass entsprechend hier manche Leute, die im ersten halben Jahr diesen Jahres oder manche ja sogar noch in 2021 bestellt haben, immer noch nicht ihr Auto haben. Ich hoffe, dass da die Auswirkungen der erhöhten Produktion in China fürs Model 3 und Model Y und auch in Deutschland dann im vierten Quartal tatsächlich dazu führen, dass viele, die jetzt noch im nächsten Jahr drin stehen, also Anfang nächsten Jahres, dann in dieses Jahr noch hineinfallen. Wenn es darum geht, wie viele Leute das FSD-Paket nehmen, dann können wir hier nochmal an der Umfrage von 20.764 Leuten von Troy Teslaik sehen, dass die Nachfrage noch nicht eingebrochen ist, nachdem der Preisanstieg stattgefunden hat. Ich möchte aber nochmal betonen, dass dieser ja im dritten Quartal war. Da werden wir also sehen, ob in Nordamerika hier tatsächlich weniger Leute sich ein FSD-Paket kaufen. Ihr hattet ja die klare Meinung dazu, dass das Produkt selber das Geld nicht wert ist. Da stimme ich euch auch für den europäischen Markt zu. Für den amerikanischen Markt könnte man tatsächlich darüber diskutieren, denn da ist einfach das Update und die Möglichkeiten der Software um einiges weiter. Das ist ja auch bewiesenermaßen zu sehen auf den Videos auf YouTube. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Du kannst gerne auch auf meinem Podcast tessysupply.com vorbeischauen oder natürlich über den Link ein Zubehör bestellen. Ich danke dir recht herzlich. Mach's gut, bis dann und tschüss.